Hallo, liebe Schachfreunde, willkommen zurück bei Chesselize Gunnis YouTube-Kanal. Wir sind in Runde 8 der Schacholympiade angekommen und ich zeige euch zuerst einmal, bevor wir uns wieder um das deutsche Team kümmern, eine Partie zwischen dem ehemaligen, muss ich ja sagen, Weltranglisten-Zweiten Fabiano Caruana aus den USA gegen Gukesh, das indische Wunderkind. Und ganz ehrlich, Leute, diese Partie, ja, müsst ihr jetzt inhalieren, aufsaugen, weil es ist wieder mal Wahnsinn. Es ist ein Wahnsinn und wenn euch gefällt, was ihr seht, dann lasst ein Abo da, drückt die Glocke, so verpasst ihr gar nichts oder unterstützt mich gerne auch via PayPal. Reden wir nicht lange um den heißen Brei herum, gucken wir uns die Partie an. Ich hoffe, ihr seid angeschnallt. Also, Caruana eröffnet mit E4. Natürlich, klar, ihr wisst, das ist der Kampf, der steht ja in Gelb hier daneben in gelber Schrift zwischen USA und Indien 2. Und Indien 2 gewaltig stark mit Gukesh aktuell 7 aus 7, also 100% Wahnsinn. Er wählt hier die sizilianische Verteidigung, gute Wahl, mit Springer F3, Springer C6 und Caruana spielt hier den sogenannten Rosso Limo. Und der geht hier mit Läufer B5, kann man dann E6 spielen, G6 spielen und so weiter. Viele Züge. Gukesh spielt G6. Und wenn ihr zu dieser Variante mehr Informationen haben wollt, liebe Leute, dann klickt doch mal hier oben hin. Da habe ich auch einen eröffnungstheoretischen Kurs zu dieser Variante für euch erstellt vor einiger Zeit. Also, G6, normaler Zug, Rochade von Weiß, Läufer geht nach G7, logisch. Und jetzt kann man hier auf C6 nehmen. Warum tut man das und gibt das Läuferpaar ab? Weil die schwarze Bauernstruktur ein wenig, ja, wie soll ich sagen, nicht problematisch ist, aber sie ist geschwächt. Das ist dieser Doppelbauer. Und ihr werdet gleich sehen, was ich damit meine, dass das noch schlimmer wird eigentlich. Also aus Sicht jetzt der Harmonie der schwarzen Stellung. Turm E1. Und normalerweise, diese Stellung ist natürlich bekannt, auch den beiden Spielern. Normalerweise spielt man hier, das müsst ihr euch mal merken, Springer H6, ganz wichtig, nicht Springer F6, das läuft in E5 rein, verliert ein Tempo und so weiter. Springer H6 ist ja eigentlich der übliche Zug. Man kann Springer F6 spielen, ist aber nicht ganz so gut. Springer H6, der klar bessere Zug. Oder man spielt auch Züge wie zum Beispiel E5, das hat Magnus Carlsen schon gespielt an der Stelle. Lange Rede, kurzer Sinn, Gukesh spielt hier die Sideline, Dame C7. Kann man natürlich auch machen, trifft man nur nicht ganz so häufig an. H3 von Caruana und ein D6 jetzt von Gukesh. Und an der Stelle, diese Stellung ist ebenfalls nicht neu, wurde schon von, ich habe es eben gesagt, von Carlsen gespielt mit Schwarz hier gegen Anish Giri zum Beispiel. Carlsen konnte das gewinnen, das war im Jahr 2019 in einem Schnellschach-Event. Und ja, die Frage ist, was zieht man hier? Also C3 ist natürlich ein normaler Zug, man bereitet D4 vor und so. Aber hier geht Caruana einen Weg, der ist auch nicht häufig anzutreffen. Er spielt nämlich E5. Das ist ebenfalls schon vorgekommen. Allerdings gibt die Datenbank hier nur noch zwei Partien her und da beide sind Remis ausgegangen. Also E5 hier eher eine ungewöhnliche Fortsetzung, aber keine schlechte, keine schlechte. Gukesh nimmt hier auf E5 raus und ihr seht schon, E5 war es natürlich ein Bauernopfer, ja, weil dieser Bauer, der zweimal angegriffen ist, ist aber auch zweimal verteidigt. Also ist es ein Bauernopfer. Wo ist die Rechtfertigung? Naja, ich habe es ja eben schon mal gesagt. Also schaut mal, diese Bauernstruktur von Schwarz ist natürlich nicht besonders glücklich. Ja, isolierter Doppelbauer auf der C-Linie, Doppelbauer auf der E-Linie. Und das gibt schon Kompensation. Also das ist schon so, dass Weiß jetzt nicht irgendwie schlechter steht, nur weil er einen Bauern weniger hat. Weil das sind halt auch alles Angriffsziele hier, ja. Okay, und Gukesh macht das einzig Richtige hier. Er bietet sofort an, einen Bauern zurückzugeben und möchte hier ist auch die weiße Bauernstruktur unter Druck setzen, also beziehungsweise auch schwächen. Denn wenn Weiß hier jetzt nähme, kam nicht in der Partie, dann kann Schwarz F5 spielen und hat eine sehr, sehr gute Stellung. Dann ist das alles völlig in Ordnung für Schwarz. Das wäre gut für Schwarz. Nein, natürlich hat Caruana hier nicht genommen. Er hat Springer C3 gespielt, entwickelt seine Figuren. Einmal C schlägt D3, einmal C schlägt D3. Und jetzt hat Schwarz geschafft, hier Weiß auch so einen isolierten Bauern zu verpassen. Ja, war gut gespielt von Gukesh, aber ist kein Problem. Die Stellung ist weiterhin natürlich im Gleichgewicht. Und spannend, wa? Weil sie so
weil sie so nicht symmetrisch ist, weil sie halt, weil sie Ungleichgewichte hat, ja. Also Springer H6 hier von Gukesh in Ordnung und er gibt sofort diesen Bauern damit zurück. Also warum gibt er den zurück? Naja, Weiß kann jetzt auch E5 nehmen und wenn man hier jetzt schlägt, schlägt und schlägt, dann hängt am Schluss der Springer auf H6. Also hat Fabiano natürlich genommen, ist klar, Springer schlägt E5, aber Gukesh will natürlich seine guten Figuren nicht abgeben, der will er natürlich behalten. Er spielt hier jetzt Springer F5 und eben stand der Springer noch armselig auf seinem Heimatparkplatz auf G8. Jetzt steht er auf F5, ganz gut. Okay. Läufer F4 hier. Und na klar, also aus dem Abzug hier müssen wir rausgehen als Schwarze. Wir spielen Dame B7 und drücken so ein bisschen gegen den B2. Und den kann man aber verteidigen mit Springer A4. Das hat Caruana auch getan. Guter Zug. Und man muss auch immer Springer C5 beachten. Also ihr merkt schon, die weiße Stellung ist harmonisch. Die weiße Stellung ist gut. Aber man darf die schwarze Stellung nicht abschreiben. Also es ist, ich habe das an der Stelle mal mit der Engine überprüft und es ist tatsächlich nur ein marginaler Vorteil für Weiß. Es ist nur wirklich nur ganz wenig, 0,3, 0,4 sowas. Also Wahnsinn. Und was sollte Schwarz hier spielen? Die Computer empfehlen Läufer E6 an der Stelle. Das hat Gukesh nicht gespielt, er hat hier F6 gespielt und das ist eher keine gute Entscheidung. F6 läuft in ein, also klar, der Springer hängt, der muss zurückziehen, der zieht aber auch ganz gern zurück, weil die nach der schwarzen Rochade ist die schwarze Königstellung schon geschwächt durch den Zug F6 und wir werden es auch gleich feststellen, wie sich das auswirkt. Weiß spielt D4, das ist ein guter Zug, also dieser Schwächling hier auf D3, der geht mal einen Schritt weiter nach vorne ins Zentrum und guck, er spielt jetzt G5, also kickt diesen weißen Läufer, der geht nach H2 zurück, irgendwo völlig klar und guck, er ist H5, also er geht quasi all in gegen Fabiano Caruana. Wie ist diese Stellung? Sie ist immer noch etwas besser für Weiß, aber ihr seht schon, plötzlich sind die schwarzen Figuren irgendwie sind alle im Spiel. Nehmen wir mal den Läufer G7 raus. Aber der Läufer auf C8, der wirkt ganz gut. Die Dame steht auch nicht so schlecht. Okay, also wow. Aber natürlich hat Weiß gute Gegenchancen. Das ist überhaupt keine Frage. Caruana spielt hier einen guten Zug. Er spielt Turm E4 und verhindert mal so schwarze Vorstöße wie G4. Ist ein guter Zug, Turm E4. Und ja, Gukesh spielt Dame D7. Was eigentlich sonst? Das ist nämlich das große Problem in der schwarzen Stellung. Was soll Schwarz eigentlich ziehen? Schwarz spielt hier, also Gukesh spielt Turm F7 und das ist, ja, das ist so ein bisschen so ein Anzeichen. Mir ist nicht so ganz klar, wie es weitergehen soll. Nur der perfide Plan, der dahinter steckt, der ist schwer zu erkennen. Also, weil der Turm, der will nämlich eigentlich mal irgendwann vielleicht nach G7. Und ihr seht schon, ja, Pressure auf der G-Linie, ne? Okay, aber ja, mach's jetzt auch nicht spektakulärer, als es ist. Weiß steht besser, ja, nicht viel, aber ein bisschen schon. Caruana spielt Turm E1, guter Zug, mehr Druck auf den E7 hier. Und jetzt komme ich nochmal darauf zurück. Es ist unglaublich schwierig für Schwarz gute Züge zu finden. Mal ganz ehrlich, wenn ihr euch mal diese Stellung auf euch wirken lässt, ja, oder lasst, was soll Schwarz eigentlich ziehen? Bedenkt bitte, dass Turm B8 logisch aussieht, aber vergesst den Läufer nicht. Hallo auf H2. Was soll Schwarz ziehen? Meint selbst so Züge wie Läufer A6 zum Beispiel, die gehen nicht, die laufen direkt in den Springer C5, also hier mit Gabel und allem und einsteigen und ach Gott, oh Gott, das geht alles überhaupt nicht. Ja, was denn dann? Und der Gukesh findet hier eigentlich den einzigen sinnvollen Zug, er spielt nämlich Läufer F8. Das überdeckt nochmal E7 und der Läufer kann vielleicht irgendwann hier aktiver werden, wenn der Bauer zieht irgendwie und der Turm kann nach G7. Das ist der einzig sinnvolle Zug, Läufer F8. Und Caruana spielt hier Dame E2, verstärkt den Druck auf der E-Linie, wobei hier ist alles verteidigt im Moment. Aber guckt auch so ein bisschen nach H5, ne? Der Bauer steht ungedeckt und Gukesh spielt hier Dame D5, ebenfalls ein guter Zug. Guckt sich den A2 an, den muss man ja nicht unbedingt hergeben, deswegen Springer C3, Dame geht zurück nach D7. Und an der Stelle verpasst Caruana eine sehr gute Gelegenheit, hier in Vorteil zu kommen, beziehungsweise Schwarz unter Druck zu setzen, weiter unter Druck zu setzen. Der Punkt ist der, dass Caruana hier Dame C4 gespielt hat. Das gucken wir uns gleich an, weil es die Partiefortsetzung ist.
Aber hier gibt es eine Gelegenheit. Schaut euch mal das an. Caruana könnte hier auch G5 nehmen. Das ist nicht so hundertprozentig klar, das Opfer. Aber wenn wir jetzt das Opfer annehmen, müssen wir ja machen, und dann Dame schlägt H5, dann erkennt man schnell, dass Weiß wahnsinnig gute Kompensation für die Figur hat. Der G5 hängt noch. Und hier muss, also ich sag mal so, Schwarz kann das verteidigen. Er muss super präzise spielen, muss zum Beispiel schon Züge wie Springer G7 entkorken hier, ja. Dann fällt der G-Bauer auch noch. Guck mal. Und ja, jetzt kann Schwarz versuchen, das Ganze zu vereinfachen, aber daran denkt Weiß überhaupt nicht. Weiß würde hier die Dame zurückspielen. Und diese Stellung, also Weiß hat drei Bauern für die Figur, diese Stellung bewerten die Maschinen als besser für Weiß. Aber nicht gewonnen, nicht gewonnen. Auch hier so eine 06, 07 plus. Ne? Das ist super kompliziertes Spiel. Das wäre eine gute Chance gewesen. Es wäre mutig gewesen, von Caruana hier auf G5 reinzuschlagen. Hat er nicht gemacht. Er hat hier damit C4 gespielt, wie gesagt, an der Stelle. Und dieser Zug aber sieht gut aus, ja, leistet aber nicht so wirklich hundertprozentig viel, weil jetzt spielt Gukesh einfach Dame B7 und fragt: Caruana, was willst du tun? Wie soll es weitergehen? Und das fragt er auch zu Recht. Erstmal hängt der B2, deswegen spielt Caruana B4, okay. Und jetzt kommt E6. Jetzt ist hier immerhin die siebte Reihe, ja, die Dame und Turm sind verbunden und es ist Wahnsinn, es ist alles stabil. Es ist alles stabil. Wie geht's weiter? Caruana spielt erstmal Turm B1 hier an der Stelle. Und ja, jetzt droht B5, klar, und Gukesh geht wieder nach D7 zurück. Turm E1, Dame D7. Turm B1, Dame D7. Gukesh macht hier ein stilles Remis-Angebot. Ja, also Caruana müsste nur Turm D1 spielen und die Partie wäre Remis aufgrund dreifacher Stellungswiederholung. Caruana hat hier reingeschaut. Also, ich kann euch mal sagen, er hat noch 16 Minuten für die restlichen 13 Züge bis zur Zeitkontrolle. Wir sind im 27. Zug. Caruana hat länger nachgedacht hier nochmal, soll er das Remis mitnehmen oder nicht? Und wenn ihr euch fragt, naja, kann man hier vielleicht B5 spielen, ganz kurz nur um es abzurunden, kann man nicht, ja, weil nach C schlägt B5, das sieht ja eigentlich logisch aus, und Springer schlägt B5, ja, gehen Züge wie Läufer B7 und guckt euch das an, plötzlich steht Schwarz sehr, sehr gut. Nach Engine-Meinung schon auf Gewinn. Schaut mal, selbst Turm schlägt E6, funktioniert nicht mehr. Dann kommt Läufer D5-Manöver und oje, oje. Also so geht's nicht, so einfach geht das nicht, ja. Aber Caruana hat das Remis nicht gewollt. Er hat's abgelehnt und A3 gespielt. Und ab diesem Zeitpunkt spielt Schwarz quasi so präzise und so gut. Es ist sagenhaft. Wir gucken uns mal an, was hier passiert. Also, die meisten von euch würden wahrscheinlich denken, ja, Weiß muss doch hier besser stehen. Guckt euch mal die schwarze komische Stellung an. Es ist nicht der Fall. Schwarz steht inzwischen besser. Weiß hätte vielleicht das Remis mitnehmen sollen. Gukesh spielt hier A5 und das ist wie so ein Befreiungsschlag, ja? A5 und jetzt kommt Springer A4, kann natürlich hier nach B6 rein, nach C5 rein und so weiter. Aber es ist nicht gut. Schwarz steht besser. Und jetzt spielt Gukesh einfach Dame D8, ja? Und okay, also Fabiano entschließt sich hier auf A5 zu nehmen und die B-Linie zu öffnen, aber er öffnet damit auch dem schwarzen Turm die A-Linie und das wird noch eine Rolle spielen. Ja, Springer C5, darauf hat er sich verlassen, der gute Fabiano Caruana. Und jetzt es ist wirklich unglaublich. Schach ist so schwierig, Leute. Springer C5, was ein logischer Zug, ja? Der Zug ist richtig schlecht. Das ist Wahnsinn. Hättet ihr das erkannt, dass Springer C5 nicht gut ist? Also, mal ganz ehrlich, der richtige Zug laut Computer ist damit C2. Aber was sind das für unmenschliche Varianten? Springer C5, wollen wir nicht harsch kritisieren? Sieht so logisch aus. Das Problem ist an der Geschichte, dass Gukesh jetzt Dame D5 spielen kann. Und das ist verdammt stark, Dame D5. Was tun? Fabiano vermeidet den Damentausch. Weil, stellt euch mal vor, man würde hier nehmen, ups, pardon, man würde hier nehmen, dann kommt C schlägt D5 und auf einmal steht Schwarz super gut mit diesen aktiven Läufern. Und also das ist einfach keine gute Stellung mehr. Der A3 hängt auch und so. Also, der C5 hängt auch schon. Also, nee, ist nicht gut. Kein Damentausch, also Dame E2. Ja,
Und jetzt sagt Kukesch, okay, vielen Dank, ich nehme mal den Bauern hier auf A3. Was habe ich ihm gesagt? Offene A-Linie, liebe Leute. Und Fabiano spielt Turm D1. Okay. Und Kukesch hier verdoppelt einfach auf der A-Linie, Turm A7. Und ab diesem Zeitpunkt schwimmen dem guten Fabiano Caruana alle Fälle davon, liebe Leute. Diese Stellung ist inzwischen verloren für Weiß. Es ist nicht zu fassen. Wir sehen jetzt auch, wie Gukesh das macht. Also, Fabiano spielt G4 und träumt wahrscheinlich immer noch davon, den schwarzen König auf den Pelz zu rücken. Aber das ist jetzt wirklich noch schlimmer als vorher. Schaut mal, G4. Gukesh nimmt hier raus, Fabiano nimmt raus. Und jetzt spielt Gukesh einfach Springer H6 und erhöht einfach, beziehungsweise drückt auf den G4 drauf. Man muss auch beachten, nach E5, ja, ist der Läufer hier auch noch mit auf G4 drauf. Und wenn der da auftaucht, na, herzlichen Glückwunsch. Also, was zieht Fabiano? Bester Zug wäre gewesen, Springer D2 um den G4. Vielleicht nochmal zu überdecken, schwierig zu finden. Caruana hat Läufer G3 gespielt und jetzt kommt besagtes E5 und das ist so, so stark, Leute, E5, dieser Zug. Fabiano war vielleicht immer noch der Meinung, dass Schwarz wackelt. Ich bin mir nicht sicher natürlich, aber er versucht hier alles taktisch zu brillieren und er nützt im Grunde die einzige Möglichkeit, um Unordnung in die schwarze Stellung zu kriegen. Er schlägt hier auf E5. Der Hintergrund des Ganzen ist es, dass nach F schlägt E5, kam natürlich in der Partie, und Turm schlägt E5, die Dame hängt und der Bauer hängt hier auf G5 und vielleicht ist das Kompensation genug für Schwarz, für Weiß. Ich kann euch sagen, ist es nicht. Ist es nicht. Weil der Konterzug dieser ganzen Kombination ist das, was Gukesh gespielt hat, nämlich Läufer schlägt G4 und das ist ein Riesenproblem. Wir können jetzt die Dame nicht nehmen. Würde das passieren, dann nimmt Schwarz natürlich auch die Dame auf E2 raus, ist klar. Jetzt kann Weiß einen Zwischenschach geben, das stimmt. Aber der König, der läuft einfach entweder nach F7 oder wir spielen einfach Turm G7. Und nach dem Tausch hier, schaut mal, Läufer schlägt G7, muss sich der weiße Turm retten. Jetzt zählt mal das Material. Schwarz hat eine glatte Figur mehr. Das funktioniert nicht, Leute. Das funktioniert einfach nicht. Nach Läufer schlägt G4 kann man nicht auf D5 nehmen. Ja, aber um Gottes Willen, was denn dann? Und das Problem konnte Fabiano Caruana nicht lösen. Und ich kann euch sagen, auch die Engines dieser Welt können es nicht lösen. Die Stellung ist verloren. Fabiano versucht noch zu tricksen mit Dame D2. Er hat jetzt nochmal das Augenmerk hier auf G5 gelegt. Aber Gukesh spielt hier fantastisch und sagenhaft genau. Er spielt hier den besten Zug auf dem Brett. Und ihr habt es sicherlich auch schon alle erkannt, liebe Leute, das Mattmotiv auf G2. Dame F3 droht Läufer H3, nebst Mattsetzung. So einfach. Natürlich muss man rechnen, klar. Turm schlägt G5, das ist immerhin ein Schach, ja. Und das Problem ist halt immer, dass Schwarz diese G-Linie blocken kann. Turm G7 und jetzt ist noch mehr Druck gegen den weißen König da. Nichts mehr zu machen, Leute. Also Fabiano Caruana hat noch versucht, Turm E1 zu spielen, aber klar, es kam Läufer H3, es droht schlicht matt und jetzt kann der Turm noch das Feld G2 decken, das stimmt. Caruana hat noch Läufer D6 versucht, um mit diesem Turm, wie gesagt, das Mattfeld zu überdecken, aber ja, okay, nimm man halt, ne? Läufer schlägt D6, Turm schlägt G7 Schach, König schlägt G7 und jetzt gibt es noch einen Schach hier auf G5. Das sieht noch ganz okay aus, der König geht nach H7 und die Dame deckt das Matt auf G2, aber Leute, es ist einfach so, zählt mal das Material. Caruana spielt noch Springer E4, um vielleicht hier irgendwie eine Mattkombination rauszukitzeln, aber ja, der letzte Zug brilliert dann die Partie endgültig, denn was macht man hier? Habt ihr es gesehen? Richtig. Dame schlägt E4, bam, 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 und dann war's das, ja, weil wir können natürlich nicht nehmen. Ich zeige es euch ganz kurz wegen Turm A1 und Mattsetzung. Schaut mal, wie dieses Läuferpaar die weiße Stellung dominiert. Hier ist eine Mattsetzung. Man kann auch vielleicht den Turm dazwischen ziehen und opfern und dann ist es einfach Schachmatt. Mein lieber Freund, mein lieber Herr Gesangsverein, also, ey, Gukesh, 8 aus 8, liebe Leute. 100%, es ist ein Wahnsinn. Er besiegt mit Schwarz Fabiano Caruana. Ich zeige euch mal die aktuelle Live-Liste, Live-Elo-Liste. Schaut euch das mal an. Hier ist ein Auszug.
Gökeş hier inzwischen in den Top 20 der Welt mit 16 Jahren und in einer Elo-Zugewinn von plus 30. Er ist inzwischen bei 237 ungefähr angekommen. Der absolute Irrsinn. 8 aus 8. Und Caruana hingegen, schaut mal, minus 23 Elo. Gottes Willen, ist aus den Top 10 rausgefallen. Das war ja schon seit 10 Jahren nicht mehr der Fall. Bitter, bitter, bitter für Fabiano, aber Gökeş natürlich die absolute Maschine. Liebe Leute, da ist der neue Superstar aus Indien, Gökeş, mit 8 aus 8. Nicht, dass er am Schluss noch 11 aus 11 macht. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ja, wollte ich euch zeigen, liebe Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, dann lasst ein Abo da, drückt die Glocke, so verpasst ihr gar nichts. Oder unterstützt mich gerne auch bei PayPal mit einer Spende. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuschauen und nächstes Video geht's ums deutsche Team. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss.